Änderung des Telemediengesetzes auf Drucksache 18-12-202 und die entsprechende Unterrichtung der Bundesregierung mit der Stellungnahme des Bundesrates und der Gegenäußerung der Bundesregierung auf der Drucksache 18-12-496. Ich darf recht herzlich zunächst begrüßen unsere Sachverständigen. Da gibt es eine ausgedruckte Liste und deswegen möchte ich, um Zeit zu sparen, Sie nicht im Einzelnen begrüßen, aber mich freuen und unseren Dank ausdrücken, dass Sie sich heute hier zur Verfügung stellen. Herzlich willkommen. Die Kolleginnen und Kollegen auch des Ausschusses für Wirtschaft und Energie und andere Ausschüsse des Deutschen Bundestags für die Bundesregierung nimmt teil, Frau Staatssekretärin Iris Gleike, die allerdings uns signalisiert hat, dass sie zwischendrin wegen eines anderen Termins uns gegen 15 Uhr verlassen muss. Und es sind aber auch noch weitere Fachbeamtinnen und Beamte des BMW anwesend. Ich begrüße auch die Vertreter der Länder sowie der Bild-, Ton- und Printmedien und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne und das Parlamentsfernsehen bzw. die Menschen, die sich diese Übertragung im Internet anschauen und anhören. Zum Ablauf heute darf ich Folgendes erläutern. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, keine Themenblöcke zu bilden. Wir werden wie immer die Befragung unter Berücksichtigung des Mehrheitsverhältnisses der Fraktionen durchführen. Das sieht also nach den Vereinbarungen so aus, dass in der ersten Fragerunde ein Verhältnis 2:2:1:1 ist. In der zweiten Runde 5:3:1:1 und für die dritte Runde wie in der ersten Runde 2:2:1. Damit wir in der zur Verfügung stehenden Zeit durchkommen, müssen wir uns versuchen, möglichst kurz zu fassen. Wir haben deshalb vorgesehen, pro Frage und Antwort insgesamt 5 Minuten vorzusehen. Das heißt also, bei einer Zeitüberschreitung müsste ich dazu drängen, die Zeit einzuhalten. Das heißt eben auch für die Fragenden, je kürzer sie fragen, desto mehr Zeit steht für die Antwort zur Verfügung. Meine Bitte an die Fragestellerinnen und Fragesteller, zunächst immer den Namen oder die Namen der Sachverständigen anzusprechen, an den die Frage gerichtet ist. Und ich muss auch alle, die reden wollen und reden sollen, namentlich nennen, damit das dann im Wortprotokoll, das erstellt wird, nachvollziehbar ist. Und im Übrigen haben wir uns ja darauf verständigt, dass es keine Eingangsstatements geben soll, sondern wir direkt in die Befragung einsteigen, weil es ja auch von den Sachverständigen schriftliche Stellungnahmen gibt, die man auch nachlesen kann und die als Ausschussdrucksachen vorliegen. So, ich darf dann für die erste Runde aufrufen die Frage des Kollegen oder Fragen des Kollegen Knörig für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich schaue zu dem Herrn Professor Keber. Herr Professor, der Gesetzesentwurf sieht ja vor, dass in § 8 TMG alle Access-Provider von jeglichen Haftungsrisiken befreit werden sollen. Also es soll ja für WLAN-Betreiber soll ja gelten, dass sie nicht verpflichtet werden können, eine Registrierung oder Passwortsicherung vor dem Zugang zum WLAN, dass das entsprechend eingefordert wird. Lediglich gegen WLAN-Betreiber räumt der Gesetzentwurf durch den neuen Absatz 4 in § 7 eine Anspruchsgrundlage ein, bestimmte Seiten zu sperren.
Und da frage ich Sie, Herr Professor, laut Gesetzesentwurf sollen nach § 8 Absatz 1 alle Access-Provider von der Haftung auf Unterlassung, Beseitigung und Schadensersatz freigestellt werden. Allein gegen WLAN-Betreiber soll ein Anspruch auf Sperrmaßnahme stehen. Ist eine solche Regelung mit dem Europarecht vereinbar? Fragezeichen. Und eine zweite Frage möchte ich dran anhängen. Wie ist das Instrument der Netzsperre zu bewerten? Wie lässt sich rechtfertigen und gleichzeitig dieses effektiv gestalten? Und wie können hier womöglich Umgehensmöglichkeiten vermieden werden? Herr Professor Keber, bitte. Ja, die Frage hat zwei Teile. Zunächst mal geht es um, ich nenne das Ganze jetzt mal WLAN-Privileg, das Sie ansprechen. Sinn und Zweck des WLAN-Privilegs ist es, von der Störerhaftung freizustellen und statt des Instituts der Störerhaftung mit allen ihren Problemen einen neuen Anspruch, vor allem mit Blick auf offene WLANs, zu begründen, der Websperren zum Gegenstand hat. Die Idee ist also, hierdurch Infrastruktur zu stärken und letztlich dadurch zu bedingen, dass sich offene WLANs mehr durchsetzen. Weil Sie das EU-Recht ansprechen, das meines Erachtens nach hier eine ganz zentrale Rolle spielt, da das Telemediengesetz letztlich Umsetzung bedeutet, Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie. Allerdings steht das TMG auch im Spannungsverhältnis zu anderen Sekundärrechtsakten der EU, namentlich der Urheberrechtsrichtlinie und der Durchsetzungsrichtlinie. Und Ihre Frage geht jetzt dahin, kann man das machen? Dass man hier vor dem Hintergrund des EU-Rechts Websperren konstruiert? Die Antwort ist, ja, das kann man machen. Die spielen auch in der Rechtsprechung des EuGH eine zentrale Rolle. Der EuGH lässt das zu. Und das sekundäre Unionsrecht lässt das auch zu. Und die Urheberrechtsrichtlinie verlangt sogar, dass Möglichkeiten bestehen müssen, also effektive Mechanismen, um Verletzungen des geistigen Eigentums auch gegen nur sehr weit entfernte, nämlich Access Provider, zumindest durchsetzen zu können oder hier Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, das EU-Recht, auch Grundrechte, gebieten das Ganze. Es wird nicht verboten. Auch die EMRK verbietet Websperren insoweit nicht. Das ist ein bekanntes Instrument. Die Frage ist natürlich der Verhältnismäßigkeit, die Sie jetzt hier adressieren. Wir haben hier in dem Gesetz eine Konstruktion, die den Ultima Ratio-Charakter dieser Websperren deutlich unterstreicht. An drei Punkten: Subsidiarität, Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit. Und diese Websperren als Institut sind ja auch nichts Neues. Da reden wir im Internetrecht seit Jahren drüber. Natürlich kann man die Frage stellen, ob einzelne technische Umsetzungen, also IP-Sperren, DNS-Sperren, URL-Sperren, Portsperren. Die Frage ist immer, wie zielgenau ist das Ganze und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Overblockings? Und das Ganze ist die, ja, hier muss eine Grundrechtskonstellation, an denen ganz viele beteiligt sind, nicht nur die Rechteinhaber, sondern eben auch diejenigen, die hier Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber auch die nachfragenden Nutzern, sie müssen das ausgleichen. Und in diesem Ausgleich, meine ich zumindest, wäre der Gesetzesentwurf zumindest grundsätzlich geeignet, diesen zu leisten. Das Problem eines möglichen Overblockings bleibt bestehen. Deswegen muss man überlegen, das könnte man auf der Verhältnismäßigkeitsebene mit Beschwerdestellen zum Beispiel machen, die gewährleisten, dass es zu einem Delisting kommt. Wenn man auf einer Blockliste zum Beispiel steht, da könnte man vielleicht noch ein bisschen nachsteuern. Aber um Ihre Frage zu beantworten, grundsätzlich steht das Unionsrecht dieser Konzeption nicht entgegen. Dankeschön auch für die Einhaltung der 5 Minuten. Die nächste Frage stellt Kollege Westphal für die SPD. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, meine Herren, dass Sie sich zur Verfügung stellen für die Anhörung. Ich habe eine Frage an Herrn Tromp und eine an Professor Frey. Die erste Frage ist: Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf, bringt er uns dem Ziel näher, freies WLAN für die Gesellschaft zur Verfügung zu stellen? Wir haben ja gerade in der Frage Digitalisierung schon auch eine große Herausforderung. Haben wir mit diesem Gesetzentwurf dort freie
Bahn geschaffen für das Ziel? Und eine zweite Frage an Herrn Professor Frey. Was müsste zum Beispiel ein Kaffeebetreiber tun, dass er nach dem neuen Gesetz für die Kunden auch rechtssicher freies WLAN zur Verfügung stellen könnte? Zunächst Herr Tromp. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Aus Sicht des Handelsverbandes Deutschland ist der vorliegende Gesetzentwurf eine absolute Verbesserung gegenüber der derzeitigen Rechtslage. Warum? Zum einen nimmt Bezug auf das EuGH-Urteil, greift das auf, setzt es um aus unserer Sicht und schafft mehr Rechtssicherheit oder würde mehr Rechtssicherheit schaffen, als wir sie jetzt haben. Er wird vor allem deshalb auch für eine verstärkte Ausbreitung von WLAN deshalb sorgen, weil einem stationären Händler zum Beispiel, der nicht mehr befürchten muss, dass er wegen eines illegalen Downloads sofort sein gesamtes WLAN schließen muss, stattdessen natürlich dann die entsprechenden Webseiten sperren. So, das ist aus Sicht des Handels das geringere Übel. Das offene WLAN als solches bleibt weiterhin existent und steht weiterhin den Kunden, aber auch denjenigen, die es sonst nutzen, zur Verfügung. Das Zweite, die im Gesetzentwurf beschriebenen Haftungseinschränkungen in § 8 sorgen außerdem dafür, dass das Kostenrisiko im Falle einer Rechteverletzung minimiert wird. Ganz wichtig für einen privaten Betreiber, dass er hier ein eingeschränktes Risiko nur noch zu tragen hat, das überschaubar ist. Auch das wird dazu beitragen, die Verbreitung von freien WLAN zu fördern. Was wir uns natürlich wünschen würden, ist, dass hier noch mehr Rechtsklarheit geschaffen wird, so wie auch der Bundesrat es gesagt hat, dass eben sogenannte Netzsparen eben zurzeit wurde vorgeschlagen, dass es von einer Behörde verfügt werden kann, dass man das dann in § 8 entsprechend dann auch streicht. Also in Gänze befürworten wir diesen Gesetzentwurf und glauben, dass damit mehr freies WLAN verbreitet werden kann. Herr Professor Frey. Vielen Dank. Eingangs möchte ich auch sagen, dass der Entwurf verfolgt das richtige Ziel. Ja, da kann ich nur Herrn Kollegen Tromp zustimmen. Gleichwohl gibt es aus meiner Sicht Problemfälle, die bedacht werden müssen. Was muss er tun? Das ist ja die Frage, was muss der Kaffeehausbetreiber tun, um sich rechtskonform zu verhalten? Der Vorschlag des 8 Absatz 1 Satz 1, also der Ausschluss von Beseitigungs- und Unterlassungsansprüchen, ist insofern für ihn wichtig, dass der heute klassische Anspruch gegen den Kaffeehausbesitzer oder WLAN-Betreiber gesetzlich ausgeschlossen werden soll. Gleichwohl wird dann der neue Anspruch in § 7 Absatz 4 entwickelt. Ich denke, dass dieser Absatz anlegt einen Ultima Ratio-Gedanken, der im Bereich der Netzsperren ein sehr kritischer und grundrechtssensibler Bereich essentiell ist. Verhältnismäßigkeitsprüfung ist essentiell im Bereich Netzsperren. Wir haben uns vor mehr als sieben, acht Jahren über das Zugangserschwerungsgesetz auch an dieser Stelle sehr intensiv auseinandergesetzt und haben die Vor- und Nachteile einer Zugangserschwerung diskutiert. Und Ergebnis dieser auch sehr emotional geführten Diskussion war, dass das Zugangserschwerungsgesetz wieder aufgehoben wurde. Seinerzeit waren Zugangserschwerungen, gerade im Hinblick auf Urheberrechtsverletzungen, sollten ausgeschlossen werden. Das auch gesetzlich. Wir sind jetzt einige Jahre weiter und müssen konstatieren, dass das Thema Zugangserschwerung nicht mehr mit derselben Intensität diskutiert wird und in anderen Mitgliedsländern der Europäischen Union auch zum Beispiel in Großbritannien praktiziert wird. Gleichwohl, das Thema Ultima Ratio muss zentral sein, das Thema Verhältnismäßigkeitsprüfung muss zentral sein. Und das ist aus meiner Sicht eine Schwäche dieses neuen Anspruches, ein Gericht sollte diese Abwägung vornehmen. Ein Kaffeehausbetreiber wird es sehr schwer fallen, dieses vorzunehmen. Und ihm bleibt dann nur dieser durchaus noch abstrakt gehaltene Anspruch, um seinen Verpflichtungen nachzukommen, was ihm schwerfallen dürfte.
Die nächste Frage stellt der Kollege Heck für die CDU-CSU. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen. Zum einen an Herrn May und zum anderen an Herrn Dr. Drücke. Herr May, vielleicht könnten Sie noch mal darstellen, welche sicherheitspolitischen Konsequenzen dieser Gesetzentwurf hätte. Insbesondere, wie wirkt sich die fehlende Registrierungspflicht für die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden aus? Wir haben gehört, dass bei diesem Attentäter, der diesen Dortmund-Anschlag geplant hat, offenbar gerade dieser Punkt dazu geführt hat, dass er relativ schnell identifiziert werden konnte. Wie sind da Ihre Erfahrungen aus der Strafverfolgungspraxis und welche konkreten Auswirkungen hätte diese Regelung? Von Herrn Dr. Drücke würde ich gerne wissen, welche Folgen hätte das für die Rechteinhaber, wenn wir das so beschließen würden. Was jetzt folgt, insbesondere würde mich interessieren, wie sich das auf die Erstverletzungen auswirkt. Welche Rolle spielt das in Ihrer Arbeit? Zunächst Herr May. Entschuldigung. Ja, für die Strafverfolgungsbehörden ganz essentiell ist natürlich für erfolgreiche Ermittlungen der Erhalt von Daten. Möglichst validen Daten, möglichst Daten von hoher Qualität. Und man muss sagen, dass der Gesetzgeber in den letzten Jahren diese Problematik erkannt hat und er uns in diesem Bereich unterstützt hat, diese Daten zu erhalten, um letztendlich Straftäter, die insbesondere im Bereich der Internetkriminalität, in dem ich tätig bin, aber auch in sonstigen Bereichen agieren, identifizieren zu können. Es gibt heute praktisch kein Kriminalitätsfeld mehr, in dem nicht Telekommunikationsmittel genutzt werden, sei es zur Tatbegehung selber oder sei es zur Verabredung dieser Taten. Wenn man sich die gesetzgeberischen Bemühungen in den letzten Jahren anschaut, dann sieht man, dass gerade auf die Qualität der Daten eine ganze Menge Wert gelegt wird. Der Gesetzgeber hat beispielsweise die sogenannten Kundendaten für Telekommunikationsdiensteanbieter, das sind übrigens die einzigen Daten, die bislang gespeichert werden mussten, wo eine Speicherverpflichtung bestand, deutlich gestärkt durch die Änderung des Paragraphen 111, die Verifizierungspflicht für Prepaid-Produkte eingeführt, weil er erhebliche Sicherheitsbedenken gesehen hat. Eine Speicherungsverpflichtung jetzt bei den WLAN-Hotspot-Betreibern, bei diesen Access-Providern, diesen Zugangsprovidern, die nicht geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen, ist eben nicht vorgesehen. Ein weiterer Punkt wäre der Erhalt von Verkehrsdaten. Für uns ein ganz, ganz wesentlicher Ansatzpunkt zur Täterermittlung. So eine IP-Adresse ist eben der, wenn sie nicht verändert wurde, der Punkt, von dem aus die Straftat begangen wurde, der Anschluss, von dem aus die Straftat begangen wurde. Für uns ein ganz essentieller Ansatzpunkt zur Täterermittlung. Ja, ab 1.7. diesen Jahres sind die Access-Provider verpflichtet, die Vorratsdatenspeicherung umzusetzen, um möglichst flächendeckenden Bild von diesen IP-Adressen zu erhalten, um möglichst flächendeckend diese zu speichern und dann bei schwersten Straftaten, das sind die Eingrenzungen des Paragraphen 100G Absatz 2, auch auf diese Daten zugreifen zu können. Für die Betreiber der WLAN-Hotspots wird es diese Vorratsdatenspeicherungsverpflichtung nicht geben, sodass da erhebliche Lücken entstehen werden. Immer wenn jemand über ein WLAN sich einloggt in ein Netz, taucht eben nur die IP-Adresse des WLAN-Betreibers auf und die des eigentlichen Straftäters bleibt unerkannt. Ansatzpunkt Verkehrsdaten, ganz im Gegenteil, es wird sogar dazu führen, dass wir Probleme bekommen werden, diesen überhaupt noch als Ansatzpunkt zu sehen, diese IP-Adresse. Denn wir stehen vor folgender Problematik. Wenn ich heute eine IP-Adresse eines WLANs erkenne, dann weiß ich nicht, ist die Straftat durch den Nutzer eines Hotspots begangen worden oder möglicherweise durch den Betreiber des Hotspots selbst. Auch das könnte ja ein Ansatzpunkt sein. Man wird sich hier sehr schwer tun, wenn jemand ein offenes WLAN zur Verfügung stellt, hier einen Anfangsverdacht zu begründen. Das ist eine große Problematik. Bislang ist das jedenfalls flächendeckend nicht so. Inhaltsdaten. Auch hier hat der Gesetzgeber uns versucht zu helfen. Ich habe es der Presse entnommen. Online-Durchsuchungen, Quellen-TKÜ heißen die Stichworte. Hier will man Kommunikation sozusagen sichtbar machen mit der Quellen-TKÜ. Kommunikation erfolgt verschlüsselt bei schweren Straftaten. Es soll durch das Einbringen eines Tools, eines Werkzeuges diese Kommunikation lesbar gemacht werden. Um ein Tool in ein Endgerät einbringen zu können, muss ich aber eine Kennung des Endgerätes haben.
Wenn aber nichts gespeichert wird und keinerlei Speicherung erfolgt, werde ich eine Kennung eines Endgerätes, das sich in einen WLAN einloggt, niemals erhalten. Das heißt, ich habe überhaupt keinen Ansatz für eine Täterermittlung. Gleiches gilt natürlich für die Online-Durchsuchung. Auch hier kann letztendlich dieses Tool, dieses Werkzeug nur eingebracht werden, wenn ich das Gerät, in das es eingebracht werden soll, kenne. Wie gesagt, der Gesetzentwurf für dieses Gesetz konterkariert meines Erachtens die Maßnahmen, die der Gesetzgeber in den letzten Jahren getroffen hat, um effektiv Strafverfolgung betreiben zu können. Vielen Dank. Herr May hat jetzt die Zeit praktisch ausgeschöpft und wir müssen dann die Frage an Herrn Dr. Drücke in einer nächsten Runde abarbeiten, sonst gerät uns das hier aus den Fugen. Die nächste Frage stellt der Kollege Frese für die SPD. Ja, wie passt dazu, nachdem der Ermittler, der Generalstaatsanwalt, geredet hat, frage ich mal Herrn Tripp und Herrn Frey, wo sehen Sie denn das Gefährdungspotenzial von Internetstraftaten im WLAN-Bereich im Unterschied zum Festnetz-Internetanschluss? Ist das bedeutend? Und decken wir das möglicherweise mit unserem Gesetzentwurf ab oder müssen wir danach bessern? Herr Tripp zunächst. Vielen Dank. Ich sehe eigentlich kein erhöhtes Gefährdungspotenzial durch offene WLAN-Netze. Denn man muss sich einmal vor Augen halten, dass es ja bereits heute schon zahlreiche Möglichkeiten gibt, um anonym im Internet unterwegs zu sein. Und diese Möglichkeiten werden eben von Personen, die es darauf anlegen, weil sie Straftaten begehen wollen, auch genutzt. Und es dürfte eigentlich nicht so weit oder nicht dazu kommen, dass durch offene WLAN-Netze tatsächlich eine Erhöhung der Straftaten eintritt. Denn zum einen ist es ja so, dass die Bandbreite, die darüber verfügbar ist, in der Regel sehr begrenzt ist. Das heißt, wenn ich jetzt größere Dateien runterladen möchte oder Ähnliches, würde ich relativ lange dafür brauchen. Und gerade Personen, die das dann illegal tun, werden sich nicht freiwillig allzu lange an einem Ort aufhalten wollen, wo sie dann eben diesen Zugang haben. Insofern gehe ich eigentlich nicht davon aus. Auch die Erfahrungen, die praktischen Erfahrungen zeigen das ja. Es gab einen Pilotversuch der Medienanstalt Berlin-Brandenburg mit offenen WLAN-Hotspots. Und da ist es über einen Zeitraum von über einem Jahr nicht zu einem einzigen Vorfall, beispielsweise von Urheberrechtsverletzungen, gekommen. Und insofern kann ich also tatsächlich nicht nachvollziehen, dass hier irgendeine erhöhte Gefährdung bestehen würde. Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass den Strafverfolgungsbehörden hier Ansätze verloren gehen. Insbesondere der Verweis auf die Vorratsdatenspeicherung und auch auf die Quellen-TKÜ finde ich in diesem Zusammenhang sehr problematisch. Wir haben gerade gelernt vom OVG Nordrhein-Westfalen, dass die Vorratsdatenspeicherung gegen EU-Recht verstößt. Und also ein ähnliches Schicksal in Bezug auf die Verfassungsmäßigkeit wird auch die Quellen-TKÜ ereilen. Da, glaube ich, kann man sich relativ sicher sein nach der vorliegenden Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Vielen Dank. Herr May nochmal. Frei, dann ist das falsch aufgeschrieben. Falsch, Entschuldigung, haben wir falsch verstanden. Nein, dann Herr Frei, Entschuldigung. Ja, also ich kann Herrn Tripp in wesentlichen Punkten zustimmen. Es sind nach meinem Kenntnisstand nicht sehr viele Fälle bekannt, wo tatsächlich Rechtsverletzungen begangen wurden. Ich weiß auch gar nicht, ob der Dortmunder Fall ein Fall oder der Fall aufgeklärt wurde, weil es eine Registrierung gab. Also nach meinem Kenntnisstand war das nicht so. Aber nichtsdestotrotz muss man auch beachten, dass es unterschiedliche Formen von WLAN-Angeboten gibt. Die kommerziellen WLAN-Anbieter, die Hotspots der Deutschen Telekom, von Vodafone, funktionieren beispielsweise über Registrierungen, über einen Festnetzanspruch oder der Mobilfunkanbieter. Also in diesem Bereich funktioniert das klassische System. Wir reden also über Cafés, die Kommunen, die Touristen oder Besuchern die Möglichkeit geben, zu kommunizieren. Kommunizieren über digitale Netze ist in unserer Zeit eine Commodity. Also sie muss präsent sein, sonst denke ich, dass Deutschland sehr zurückfällt gegenüber anderen Ländern. Dass der Punkt von Herrn Tripp, Straftäter wissen, wie sie sich zu schützen haben, der ist, glaube ich, sehr, sehr berechtigt. Wenn ich etwas Böses im Schilde führe, dann kaschiere ich meine Kommunikation und benutze VPNs, Anonymisierungstools, um nicht erkannt zu werden. Also
Im Grunde erfassen wir hier die breite Öffentlichkeit, würden wir weitergehende Forderungen stellen, der Registrierung zum Beispiel, und nicht diejenigen, die wirklich Rechte verletzen wollen und Straftaten begehen wollen. Weil diese Leute, die schützen sich gegen Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage, Frau Dr. Sitte für die Linksfraktion. Ja, besten Dank. Grundsätzlich ist es ja zu begrüßen, dass nunmehr den WLAN-Betreibern mehr Rechtssicherheit gegeben werden sollten. Macht man also am besten tatsächlich auch Nägel mit Köpfen und versucht, die verbleibenden Rechtsunsicherheiten, die sich im Gesetz noch befinden, zu thematisieren. Der Bundesrat hat nun seinerseits angeregt, klarzustellen, auf welche Form der Sperrung der Nutzung von Informationen Anspruch besteht und wie dieser Anspruch technisch zu realisieren ist, sodass er dann am Ende auch wirklich rechtlich als erfüllt gilt. Die Bundesregierung ihrerseits lehnt dies mit Hinweis auf die ansonsten fehlende Flexibilität im Einzelfall ab. Sind Sie nun, meine beiden Fragen richten sich an Herrn Tripp, sind Sie nun der Auffassung, dass das Ziel des Anspruchs aus dem Paragraph 7 Absatz 4 noch näher konkretisiert werden sollte im Sinne von mehr Rechtssicherheit? Und schließlich die zweite Frage, wie bewerten Sie den Umstand, dass in Paragraph 8 Absatz 4 lediglich die Behörden angehalten bzw. diesen verboten wird, Registrierung und Passwortsicherung eines WLANs anzuordnen? Sollte das nicht vielmehr eben auch sich auf Gerichte erstrecken, um an dieser Stelle auch Klarheit für die WLAN-Betreiber zu sichern? Herr Tripp. Ja, vielen Dank. Ich bin in der Tat der Auffassung, dass in Paragraph 7 Absatz 4 eine weitere Konkretisierung herbeigeführt werden sollte, allerdings nicht in der Art und Weise, wie dies vom Bundesrat vorgeschlagen wurde. Denn tatsächlich wäre es aus meiner Sicht auch für die Technikoffenheit dieses Entwurfs relativ schwierig, wenn man ganz konkrete Maßnahmen in das Gesetz reinschreiben würde, die angeordnet werden können. Es bleibt aber die Problematik, dass insbesondere ein WLAN-Betreiber, an den jetzt ein Rechteinhaber herantritt, weil es zu einer Rechtsverletzung gekommen ist und der dann von ihm verlangt, dass dann eben Maßnahmen zur Sperrung der Nutzung von Informationen ergriffen werden, dass dem WLAN-Betreiber selbst in diesem Augenblick nun die rechtliche Prüfung aufgebürdet wird, herauszufinden, ob dieser Anspruch denn tatsächlich berechtigt ist oder nicht. Und gerade das dürfte Privatpersonen in der Regel überfordern. Das heißt, die hier verbleibende Rechtsunsicherheit wird vermutlich dazu führen, dass gerade private WLAN-Betreiber so in einer Art vorauseilendem Gehorsam vielleicht relativ schnell an sich herangetragenen Ansprüchen nachkommen, um eben es gar nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommen zu lassen. Bei der Gerichtsverhandlung besteht ja immerhin auch noch ein Kostenrisiko, und um das abzuwehren, ist relativ nachvollziehbar, dass sie, wie gesagt, dem Ansinnen dann nachkommen. Um aber trotzdem ein bisschen mehr Rechtssicherheit zu schaffen, wäre es meines Erachtens durchaus sinnvoll, wenn man in den Entwurf reinschreiben würde, welche Maßnahmen jedenfalls nicht verlangt werden können. Und das schließt dann auch schon so ein bisschen an die zweite Frage an. In dem 8 Absatz 4 ist bisher nur davon die Rede, dass Behörden Registrierung und Passwortsicherung nicht verlangen können. Das sollte meines Erachtens auch auf Gerichte ausgeweitet werden. Und man sollte meines Erachtens auch in den Entwurf reinschreiben, dass beispielsweise Portsperren nicht verlangt werden können. Und zwar deswegen, weil Portsperren eigentlich immer mit einem Overblocking verbunden sind. Und selbst wenn Sie jetzt konkret die Ports, die für File-Sharing-Anwendungen benutzt werden, blocken, ist es ja so, dass auch über File-Sharing-Anwendungen legale Distributionen gemacht werden, Linux-Distributionen, Podcast-Distributionen beispielsweise. Und aus diesem Grund wäre es, meine ich, sinnvoll, Maßnahmen, die in jedem Fall unverhältnismäßig sind, a priori explizit auszuschließen. Das würde wiederum eben zu einer größeren Rechtssicherheit für die Betreiber führen und damit eben auch in der Folge zu einer größeren Bereitschaft, offene WLAN-Netze anzubieten. Vielen Dank. Dankeschön. Die nächste Frage stellt der Kollege Janicek für Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank. Zunächst möchte ich festhalten, die Tatsache, dass wir uns hier befinden, nach so vielen Jahren und erneut dieses Gesetz diskutieren, ist ja auch Ausdruck dessen, dass wir es anscheinend nicht ordentlich geregelt gekriegt haben die letzten Jahre. Das möchte ich vorweg schicken. Und dass wir in der Verbreitung offener WLANs in Deutschland jetzt nicht die Weltspitze sind. In Bayern würde man sagen Champions League. Das ist auch etwas, was ich feststellen möchte, was ich sehr bedauere und wo ich dafür mich einsetze, dass sich das ändert. Meine Frage richtet sich an Dr. Manz. In der Bewertung eben des vorliegenden jetzt Gesetzesentwurfs wird ja auch ein Anspruch auf Websperren manifestiert, eingeführt. Wie sehen Sie dieses? Sehen Sie da unzulässige, unverhältnismäßige Eingriffe? Datenverkehr über das Ausland, Overblocking, das sind Stichwörter,
die genannt worden sind. Und Sie haben ja selber auch Konkretisierungen vorgeschlagen, die aus Ihrer Sicht dann Rechtsunsicherheit beseitigen würde. Vielleicht können Sie da auch noch mal drauf eingehen. Dankeschön. Herr Dr. Manz. Ja, vielen Dank zunächst für die Einladung. Lassen Sie mich ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Gestatten Sie mir das. Das Erfolgsrezept von WLANs ist, dass sie einfach sind und dass sie günstig sind. Das hat die Verbreitung seit den 2000er Jahren ganz stark gefördert. Und es ist auch anerkannt, und deswegen sitzen wir, glaube ich, auch hier, dass die Verbreitung von WLANs sinnvoll ist und förderungswürdig ist, gerade auch durch Kleinstanbieter. Also das hat nicht nur die deutsche Politik, sondern auch die europäische Politik, die EU-Kommission, sehr früh erkannt. Und dieser Verbreitung steht insbesondere in Deutschland die Rechtsunsicherheit entgegen. Und ich würde es mal so sagen, der Status quo ist schlechter, also ist denkbar schlecht. Der Europäische Gerichtshof und die deutsche Rechtsprechung bedrohen offene WLANs definitiv. Deswegen ist eine Regelung zur Schaffung von Rechtssicherheit jetzt meines Erachtens dringend erforderlich. Jetzt auf Ihre Frage direkt. Sie haben recht, Websperren sind generell problematisch. Wir haben das hier mehrfach schon diskutiert oder angesprochen, besser gesagt. Sie sind teilweise zumindest technisch weitgehend unwirksam und haben auf der anderen Seite weitreichende Folgen. Der Herr Professor Frey hat es als grundrechtssensitiv bezeichnet. Die Folgen, die man Websperren zu billigen oder die denen vorgeworfen werden, ist die Gefahr des Missbrauchs, die Gefahr der möglichen Zensur. Dann, was auch angesprochen wurde, die Gefahr des Overblocking, die sich im Gesetzesentwurf selbst auch an mehreren Stellen findet, zumindest in der Begründung. Und dann, ähnlich wie beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die Gefahr eines vorauseilenden Gehorsams und schließlich die weitere Rechtsunsicherheit, weil der Anbieter gar nicht so genau weiß, was er jetzt wie er sperren muss, wie lange er sperren muss und was er genau sperren muss. Und hier sieht der Gesetzesentwurf eben einen Ausgleich vor. Also bestimmte Ansprüche sollen eben ausgeschlossen werden und dafür soll dieser Anspruch auf Websperren geschaffen werden. Und jetzt komme ich zu Ihrer zweiten Frage. Wie könnte man das konkretisieren? Mehrfach hier gesagt ist bereits, der 8 Absatz 4 spricht davon, dass Behörden bestimmte Dinge nicht mehr anordnen können sollen. Mir erschließt sich das Ganze ehrlich gesagt nicht, warum diese Beschränkung aufgenommen wurde. Denn eigentlich sollte es klar sein, dieser Ausgleich wird dadurch geschaffen, dass der Unterlassungsanspruch begrenzt wird und ein Websperrenanspruch geschaffen wird. Und dieser Websperrenanspruch, da gibt es eben Beispiele in der Gesetzesbegründung, und die müsste man eben dann einzeln unterscheiden. Also ich glaube, der Herr Keber war es, der Domainsperren, den URL-Sperren und IP-Sperren angesprochen hat. Wenn überhaupt, also wenn wir an Webseiten denken, sollte man möglicherweise hier auf die URL-Sperren zurückgreifen. Aber hier brauchen wir eben auch noch Hilfe für den Anbieter, denn Rechtssicherheit können wir nur schaffen, wenn er weiß, was er wirklich tun muss. Und dementsprechend wäre nach meiner Auffassung es sinnvoll zu sagen, die Entscheidung, ob eine Seite gesperrt wird, wie die Seite gesperrt wird und wie lange die Seite gesperrt wird, auch das finden wir in der Gesetzesbegründung, die sollte durch ein Gericht gemacht werden. Denn die Abwägung, die Entscheidung, ist das jetzt noch legal oder schon illegal? Wenn ich das jetzt sperre, setze ich mich dann Ansprüchen Dritter aus, weil ich Sachen sperre, die ich nicht hätte sperren dürfen. Die wird man dem Anbieter nur schwerlich aufbürden können. Um das noch mal deutlich zu sagen, im Jahr 2016 gab es einen ersten Versuch, das Ganze zu regeln. Der ist missglückt. Mit dem derzeitigen Gesetzesentwurf scheint mir, wenn ich die Stellungnahmen so lese, niemand ganz glücklich zu sein. Aber hier wird tatsächlich ein Ausgleich angestrebt, der meines Erachtens zumindest vertretbar ist. Und deswegen appelliere ich noch mal an Sie, wir brauchen eine Regelung, und zwar jetzt. Vielen Dank. Wir kommen dann zur zweiten Runde. Und die nächste Frage stellt der Kollege Knörig für die Unionsfraktion. Herr Dr. Drügge, welche Konsequenzen sind zu erwarten, da sich der Anwendungsbereich des Gesetzes ja nun auf alle Access-Provider beziehen soll, anstatt nur auf WLAN-Betreiber, wie es ja eigentlich beabsichtigt war? Jetzt zur Frage, wie bewerten Sie die Abschaffung jeglicher Haftungsrisiken für WLAN-Betreiber vor dem Hintergrund des Schutzes geistigen Eigentums? Oh, jetzt sind Sie dran, Herr Dr. Drücke. Vielen Dank, Herr Knörig. Jetzt darf ich 10 Minuten, habe ich richtig verstanden.
Also sagen wir mal so, wir sehen ja, wie sich die Diskussion hier bewegt. Wir haben ursprünglich über Rechtssicherheit für WLAN gesprochen. Und jetzt sehen wir, dass wir eigentlich ein Durchsetzungsverhinderungsgesetz hier diskutieren, was sich an alle möglichen Provider richtet. Für uns ist das etwas, wo wir haben es jetzt gehört hier in der Runde, es geht um Rechtssicherheit für WLAN, es geht um Rechtssicherheit für Access-Provider. Keiner spricht über die Rechteinhaber. Wir hören, dass Cafés zumachen wegen Abmahnungen bei einer Deckelung von 150 Euro, schwer vorstellbar. Ich denke, wir sehen, dass wir an dieser Stelle mehr Konfusion schaffen, als jetzt schon existiert. Das heißt, die Rechteinhaber werden es noch schwieriger haben, die Frage zu beantworten, an wen wende ich mich denn jetzt, gegen wen gehe ich vor. Das führt zu einer Haftungsdiffusion. Das ist ganz das Gegenteil davon, was man eigentlich im anderen Gesetz bestrebt, Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und an dieser Stelle bin ich davon überzeugt, dass das gerade gegen europäisches Recht verstößt. Wir haben hier 8.3 der Urheberrechtsrichtlinie, der sagt, dass es möglich sein muss, gegen Provider vorzugehen. Wir haben hier entsprechende europäische Rechtsprechung. Wir haben jüngst den EuGH gesehen gegen Pirate Bay, eine sehr klare Haltung. Und das wird alles nicht nur verwässert, sondern es wird verschlimmert. Und das auf der Zielgerade mit so vielen Fragestellungen hier verbunden zu klären, halte ich für extrem sportlich. Und die Frage von Herrn Heck, Thema Erstverletzung. Es soll ja nur die Wiederholung geltend gemacht werden. Das heißt, wenn wir eine Erstverletzung, wenn wir von einer Erstverletzung Kenntnis haben, ich spreche ja hier nicht nur für meine Branche die Musik, die Stellungnahme betrifft Fußball, Markenverband und andere, dann soll es uns gar nicht möglich sein. Dann sollen wir erst mal zuschauen, um dann irgendwann danach, wenn das Fußballspiel vorbei ist oder alles andere auch schon durch ist, dann wieder von Pontius zu Pilatus uns zu bewegen und dann doch wieder leer zu laufen. Das ist Leerlauf der Rechtsdurchsetzung. Letzte Woche war man sich noch einig beim IP-Summit der Kommission. Da hat das BMJ, da haben die Verbraucherschützer alle gesagt, ein Recht ist nur etwas wert, wenn es auch durchgesetzt werden kann. Das hier ist das Gegenteil. Vielen Dank. Nächste Frage, der Kollege Heck. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne von Ihnen, Herr May, noch mal wissen, nachdem Sie eben schon dargestellt haben, wie das Vorhaben sich einfügt oder nicht einfügt in die anderen Dinge, die wir beschlossen haben. Nach allem, was ich so von Sicherheitsbehörden gehört habe in den letzten Jahren, war da häufig die Warnung enthalten, loggen Sie sich nicht in unbekannte WLAN-Netze ein und wenn Sie selbst eins betreiben, öffnen Sie das auch nicht einfach ohne irgendwelche Schutzmechanismen. Könnten Sie uns da aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Arbeit noch mal berichten, welche konkreten Gefahren bestehen für die Nutzer, aber auch für diejenigen, die es einfach öffnen ohne Schutzvorkehrungen? Herr May. Ja, das Einloggen in ein fremdes WLAN-Netz oder die Freigabe eines fremden WLAN-Netzes können natürlich auch Gefahren für die ganze Netzstruktur mit sich bringen. Man muss dazu sagen, dass der WLAN-Betreiber, der möglicherweise relativ leichtfertig sein WLAN zur Verfügung stellt, seinen eigenen Rechner, seinen eigenen Server nicht ausreichend schützt, ganz erheblichen Gefahren ausgesetzt ist. Nicht nur Gefahren, dass Straftaten über sein Netz begangen werden, die sind ja möglicherweise gar nicht aufklärbar, aber auch Gefahren, dass er möglicherweise missbraucht wird, dass seine eigenen Daten gestohlen werden, dass er trojanisiert wird. Und das ist aus unserer Sicht ganz erhebliche Gefahr, denn man bildet hier diesem WLAN-Betreiber oder man möglicherweise ist es so, dass der WLAN-Betreiber hier relativ leichtgläubig und gutgläubig sein Netz zur Verfügung stellt, in der Erwartungshaltung, ihm könne aufgrund von Haftungsfreistellungen nichts geschehen. Tatsächlich ist er bei erheblichen Risiken ausgesetzt. Umgekehrt, genau das Gleiche gilt umgekehrt. Auch hier, wenn ich mich in ein fremdes WLAN einlogge und der Betreiber des WLANs will mich schädigen, dann besteht auch hier eine ganz erhebliche Gefahr, dass er mein System möglicherweise mit Schadsoftware oder Ähnlichem infizieren könnte. Nächste Frage stellt Herr Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist ja eben vom Kollegen Janicek gesagt worden, dass das Gesetz, das erste Gesetz, handwerklich falsch war. Ich denke, man musste auch das EuGH-Urteil von in der Rechtssache McFadden mit einbeziehen. Deshalb die Frage an Herrn Frey, wie bedeutend ist dieses EuGH-Urteil für Deutschland und welche Auswirkungen hat das auf basierende Urteil vom Landgericht München I auch in der Rechtssache McFadden? Können Sie da vielleicht noch mal das ausführen? Herr Professor Frey. Ja, vielen Dank. Es ist in der Tat so, dass wir uns an der sensiblen Grenze zwischen Haftungsprivilegierungen, die europäisch determiniert werden und allein europäisch determiniert werden, weil es handelt sich um eine Form der sogenannten Vollharmonisierung.
Sprich, der nationale Gesetzgeber darf weder eingehendere, tiefere, schärfere oder leichtere Formen der Haftungsprivilegierung entwickeln. Es ist kein Fall einer Anspruchsgrundlage, mit dem zum Beispiel Netzsperren einem Provider auferlegt werden. Es wird ein Filter definiert, europaweit. Und das ist wichtig. Er soll für den Wettbewerb in ganz Europa gleiche Voraussetzungen schaffen. Deswegen wird europaweit dieser Filter definiert, wo es aber eine Durchlässigkeit gibt, wie man das sich beim Filter vorstellen kann. Diese Durchlässigkeit ist in der E-Commerce-Richtlinie angelegt und es gibt die Möglichkeit, einem Gericht oder einer Behörde zu erlauben, Rechtsverletzungen abzustellen oder vorzubeugen. So. In diesem Kontext hat der EuGH dann McFadden entschieden. Der EuGH hat dabei zum einen die E-Commerce-Richtlinie betrachtet und hat gesagt, wie weit reicht denn oder wie weit öffnet sich der Filter für nationale Maßnahmen, die durchdringen können, ohne die europäische Haftungsprivilegierung zu verletzen. Alles, was der Europäische Gerichtshof gesagt hat, betrifft also nur die Reichweite, die Weitung des Filters sozusagen. In Deutschland ist der Anspruch, die Anspruchsgrundlage, die Störerhaftung, über die wir immer noch reden, und den Filter sozusagen, den europaweit geltenden einheitlichen Filter durchdringen müsste. Da diese Störerhaftung gesetzlich nicht definiert ist und richterrechtlich nur alleine entwickelt ist, ist es sehr schwierig zu fassen, wie weit dieser Anspruch gehen kann. Deswegen ja auch der Gesetzentwurf, um hier Klarheit zu schaffen. McFadden betrifft einen Anbieter eines kommerziellen WLANs, über den Rechtsverletzungen erfolgten. Und Herr McFadden wehrte sich dagegen und der Fall ging dann zum EuGH. Der Europäische Gerichtshof hat dann eine Grundrechtsabwägung vorgenommen. Herr Drücke hat ja die Urheberrechtsrichtlinie und die Durchsetzungsrichtlinie angesprochen. Dort ist durchaus der Schutz der Rechteinhaber, der Urheberrechtsinhaber angelegt. Allerdings schaffen diese Richtlinien nur die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, das Recht des geistigen Eigentums in einem gewissen Umfang zu schützen. Es besagt nichts über die Haftungsprivilegierung nach der E-Commerce-Richtlinie. Dieser Schutz erfolgt durch nationale Anspruchsgrundlagen. Es gibt in Deutschland derzeit die nationale Anspruchsgrundlage der Störerhaftung mit ihrer sehr weitreichenden, schwierig zu handhabenden Konstellation. Das ist ja jetzt der Ansatz, mit dem neuen Anspruch hier für mehr Präzision, mehr Klarheit zu sorgen. McFadden und der EuGH hat dann nur Optionen präzisiert, wo ein Mitgliedstaat Beschränkungen vorsehen darf, um das geistige Eigentum zu schützen. Also der EuGH zum Beispiel als Option die Verschlüsselung und den Passwortschutz ins Feld geführt. Das bedeutet aber nicht, dass es die Pflicht gibt, Passwortschutz und Verschlüsselung vorzusehen. Darum ist der Gesetzentwurf in diesem Punkt auch sehr schlüssig und sagt, okay, diese Option möchten wir nicht umsetzen als deutscher Gesetzgeber, sondern vielmehr das freie WLAN fördern. Eine andere Frage ist dann, mit welchen Mitteln die Rechteinhaber das geistige Eigentum geschützt werden. Aber das ist dann wiederum keine Frage der Haftungsprivilegierung und die Reichweite, die Öffnung des Filters, der europaweit einheitlich gilt. Aber so viel zu der Frage, um das System noch mal klargestellt zu haben. Nächste Frage vom Kollegen Jatzombek für die Unionsfraktion. Ja, ich würde die Chance nutzen, noch mal an Juristen in der Runde die Frage zu stellen, also in persona an Herrn May, an Herrn Dr. Frey und Herrn Manz, inwieweit Sie es für möglich hielten, dass man eine Differenzierung zwischen der Freigabe bei WLANs und allen Anschlüssen vornimmt, im Hinblick auf die europarechtliche Komponente. Also wäre das europarechtlich zulässig, eine reine Freistellung der Störerhaftung auf WLANs zu begrenzen, oder muss das auf alle Anschlüsse, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, geschehen? Zunächst Herr May, ich bitte alle daran zu denken, dass die 5 Minuten für alle reichen müssen. Frei, sorry. Bitte? War Herr
Mai frei im Manns. Ja, Herr Mai zunächst. Aus meiner Sicht bin ich überfragt, ob das operrechtlich zulässig wäre. Aus Strafverfolgersicht, ich kenne diese Entscheidung nicht. Ich konnte diese europarechtliche Entscheidung, sodass ich hierzu keine Stellungnahme abgeben kann. Danke. Herr Professor Frey. Nun, stellt ja auch nicht nur das Gesetz eine Gleichbehandlung zwischen WLAN-Anbietern und klassischen Access-Providern her. Das hat auch der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache McFadden so eindeutig festgestellt, dass jedenfalls dann, wenn ein kommerzielles Ziel verfolgt wird, und da sind die Anforderungen nicht sehr hoch, dann sind klassische Access-Provider und WLAN-Anbieter gleich zu behandeln. Das betrifft die Haftungsprivilegierung nach der E-Commerce-Richtlinie. Also hier sehe ich keinen Raum für Differenzierung. Was, wenn wir dann im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung sind, dann gibt es sicher Unterschiede. Der klassische Access-Provider kennt die IP-Adresse typischerweise seines Kunden, der über sein Netz ein Recht verletzt. Dann gibt es einen Auskunftsanspruch nach § 101 Absatz 9 des Urheberrechtsgesetzes, wonach der Rechteinhaber von dem klassischen Access-Provider Auskunft über die Person des Rechtsverletzers verlangen kann. Also insofern ist hier durchaus eine Differenzierung möglich. Bei dem WLAN-Betreiber ist es schwieriger, hier den Nutzer zu identifizieren. Und ja, also da kann es im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung auseinandergehen. Aber vom Grundsatz her hat auch der EuGH festgestellt, dass klassische Access-Provider und WLAN-Anbieter gleich zu behandeln sind. Herr Dr. Manns. Ja, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, zielt es darauf, ob es zulässig ist, Access-Provider und WLAN-Betreiber unterschiedlich zu behandeln. Grundsätzlich gilt der Gleichheitsgrundsatz, aber wir befinden uns hier in einem Bereich, nach meiner Auffassung, in dem sich der Gesetzgeber zwischen verschiedenen Maßnahmen entscheiden kann. Wir haben, das haben wir mehrfach schon thematisiert, wir haben hier einen Grundrechtsausgleich, der hergestellt werden muss und soll. Einerseits haben wir die Rechteinhaber, auf der anderen Seite haben wir die Anbieter und dann haben wir die Nutzer, die eben Informationen verbreiten wollen oder abrufen wollen. Und hier hat der Gesetzgeber nach meiner Einschätzung einen relativ weiten Spielraum, wie er diesen Ausgleich herstellt, sodass es zumindest nicht unzulässig sein dürfte, hier tatsächlich zwischen WLAN-Anbietern und anderen Anbietern zu unterscheiden. Die nächste Frage, der Kollege Knörig. Herr May und Herr Dr. Drügge, ich möchte noch mal aus innenpolitischer Sicht einsteigen. Jetzt diese inhaltlichen Regelungen, die wir jetzt in der letzten Sitzungswoche vor der Bundestagswahl beschlossen werden. Sind Sie der Meinung, dass das jetzt inhaltlich entsprechend so vorangeschritten ist und dass dieser Gesetzesentwurf reif ist, so verabschiedet zu werden? Oder sehen Sie hier handwerkliche Fehler? Und wenn ja, nennen Sie die bitte uns. Herr May. Ja, aus meiner Sicht wäre es nötig gewesen, gewisse Speicher- bzw. Registrierungspflichten in das Gesetz mit aufzunehmen, um letztendlich eine Verfolgbarkeit bei widerrechtlicher Nutzung gewährleisten zu können. Es sind keinerlei Registrierungspflichten vorhanden. Die Frage ist, in welcher Form Registrierungspflichten aufgenommen werden könnten. Man könnte hier versuchen, beispielsweise über eindeutige Gerätekennungen eine Identifizierbarkeit herzustellen. Ferner müsste eine kurzfristige, möglicherweise sehr kurzfristige Speicherung von Nutzungsdaten erfolgen, um letztendlich Straftäter, die fremde WLANs nutzen, identifizieren zu können. All dies ist nicht erfolgt und führt meines Erachtens dazu, dass bei Straftaten, die über diese WLANs begangen werden, eben eine Identifizierbarkeit nicht hergestellt werden kann, sodass hier gewisse Speicherungsverpflichtungen von Nutzungsdaten und Registrierungspflichten aufgenommen werden müssten. Herr Dr. Drücke. Danke, Herr Knörig. Ich denke, es gibt noch andere Punkte, wenn man sich jetzt aus Rechteinhabersicht mal darauf einlässt, nämlich zum Beispiel auch das Thema Kostenregelung. Das ist ein ganz wesentlicher Baustein hier, dass die Kosten dann beim Verletzten liegen werden. Das ist auch nicht vereinbar mit dem Europarecht. Das ist etwas, was dann auf den letzten Metern da irgendwie noch hereinkam. Wir hatten stets davor gewarnt, dass man doch auf den EuGH McFadden warten soll, damit man es danach richtig machen kann. So wie das jetzt da liegt, sind es ganz verschiedene Facetten, die insgesamt nicht dazu führen, dass hier ein
kein ausgegorenes Gesetz vorliegt. Wenn man es machen wollte, dann sollte man den Weg gehen, den gerade Thomas Jatzombek angesprochen hat. Dann sollte man schauen, wo man es noch mal fokussieren kann. Aber wenn ich mir das anschaue und die Herausforderungen sehe an der Stelle, dann wage ich zu bezweifeln, wie das gehen soll. Denn eins muss klar sein, es muss ja Rechtssicherheit auch für die Rechteinhaber bestehen, um aufzuzeigen, gegen wen sollen denn dann Rechte durchgesetzt werden, damit gerade kein Durchsetzungsleerlauf geschieht. Nächste Frage, Kollege Frese. Wir hatten ja in der ersten Runde durch mich gefragt, ob es da Unterschiede gibt zwischen WLAN und LAN-Kriminalität. Da haben wir gehört, es gibt keine großen Unterschiedlichkeiten. Bewegt sich das, was Sie gerade vorgetragen haben, mehr im LAN-Bereich bisher und weniger im WLAN-Bereich. Von daher die Frage eigentlich, weil Sie mich auf den Gedanken gebracht haben, die Frage zu stellen. Sie sagen, dieses Gesetz sei nicht europakonform. Und da hätte ich gern von Herrn Frey gewusst, ob er das ähnlich sieht oder warum er der Auffassung ist, dass wir jetzt Europakonformität herstellen. Und der zweite Teil geht dann an Herrn Tripp. Die Frage, weil das ja auch ein Thema Ihrer Gesellschaft ist, Urheberrecht und Datenschutz. Sehen Sie eine Gefährdung, zusätzliches Gefährdungspotenzial im Bereich des Urheberrechtsschutzes und Datenschutzes im WLAN-Bereich auf uns zukommen? Zunächst Herr Frey. Ich bin nicht glücklich mit dem Gesetz, das sage ich ganz deutlich aus europarechtlicher Sicht. Ich sehe aber das Ziel, freies WLAN zu verbreiten. Die Schwächen des Gesetzes sind Inkonsistenzen insofern, als die nationale Anspruchsgrundlage, wie ich das eben skizziert habe, die alleine im Ermessen des nationalen Gesetzgebers, also in ihrem Ermessen steht, unter europäischen Haftungsprivilegierungen durchaus mit diesem Gesetzentwurf passiert. Da wird vermischt, verwoben. Da hätte ich mir eine sehr viel klarere, deutlichere Trennung gewünscht. Das wäre zum Beispiel, indem man den Anspruch oder einen Anspruch und die Beschränkungen von Ansprüchen in einem ganz anderen Bereich geregelt hätte und die Haftungsprivilegierung so gelassen hätte, wie sie bisher vorgesehen waren, weil wie bisher, und das war auch das zweite TMG-Änderungsgesetz, hat sehr sauber die europäischen Haftungsprivilegierungen umgesetzt. Nun ist dies jetzt nicht der Fall. Jetzt sind Ansprüche und Anspruchsbeschränkungen, die national geregelt werden, in einem Bereich der Umsetzung des europäischen Rechts, der vollharmonisiert ist, integriert. Das kann für systematische Verwirrung sorgen. Hier sind dann die Rechtsanwender aufgefordert, hier systematische Klarheit herzustellen. Und auch die Gerichte werden hier systematische Klarheit herstellen müssen. Also das hätte man besser machen können. Ja. Herr Tripp. Ja, zu der Frage Gefahren für Urheberrechte oder Datenschutz über offene WLANs. Ich hatte ja zum Urheberrechtsschutz gerade schon was gesagt. Ich glaube nicht, dass es durch offene WLAN-Netze zu einem Anstieg an Urheberrechtsverletzungen kommen wird. Dafür fehlt auch meines Erachtens jede empirische Grundlage. Wenn wir ins Ausland schauen, wo es offene Netze gibt, dann ist es ja auch nicht so, dass da massenhaft Urheberrechtsverletzungen passieren. Und also wir reden hier eigentlich immer über eine weitestgehend behauptete Gefahr, für die ich jedenfalls noch keine sachliche Grundlage wirklich gesehen habe. Und ich finde eigentlich, wenn wir darüber reden, hier die Öffnung von WLANs irgendwie zu suspendieren und das jetzt eben nicht durch dieses Gesetz zu machen, dann, und zwar wegen der Gefahr von Urheberrechtsverletzungen, dann würde ich die gerne einmal belegt sehen, bevor wir so eine Chance einfach den Bach runtergehen lassen. Zum Thema Datenschutz. Ja, offene WLAN-Netze sind natürlich nicht ganz ohne im Hinblick auf den Datenschutz. Das bedeutet aber vor allen Dingen, dass die Menschen, die offene WLAN-Netze benutzen und Daten darüber schicken, am besten gute Verschlüsselung benutzen sollten, damit eben diese Daten von außen nicht einsehbar und kompromittierbar sind. Und wodurch allerdings ein massives Problem für den Datenschutz entstehen würde, wäre die vorgeschlagene Registrierung und Speicherung von Nutzungsdaten. Denn das müsste ja dann bei Privatpersonen passieren, die also diese Registrierungsdaten sammeln, die damit also auch personenbezogene Daten sammeln, Bestandsdaten sammeln und eben Nutzungsdaten sammeln. Die müssten irgendwie sicher aufbewahrt werden und es müssten die Anforderungen an den Datenschutz irgendwie eingehalten werden. Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls
bei reinen Privatpersonen, die nur aus Altruismus ihr Netz öffnen, schwerlich vorstellbar. Und ich glaube auch nicht, dass denen das sinnvoll abzuverlangen ist. Also insofern meine ich, wir sollten eben die breite Nutzung von Verschlüsselungstechnologien stärken. Damit kann man den schlimmsten Gefahren, eigentlich, die durch so offene WLAN-Netze drohen, glaube ich, schon ganz gut begegnen und ansonsten eben keine weiteren Speicherpflichten einführen. Vielen Dank. Kollege Heck stellt die nächste Frage. Herr Zombeck, okay, bei uns falsch angekommen. Herr Zombeck. Herr Vorsitzender, ich würde gerne mal eine Frage an Herrn Dr. Drücke stellen, nämlich den Ball mal weitergeben, den Herr Tripp gerade gespielt hat, über die Frage dessen, wie das eigentlich aussieht mit Rechts- und Urheberrechtsverstößen pro Jahr, denen heute nachgegangen wird, einmal bei den WLANs und dann bei den übrigen Netzen. Und als zweiten Punkt damit verbunden, was würde das denn, vielleicht können Sie das nochmal beschreiben in der praktischen Auswirkung, was würde es denn jetzt bedeuten, wenn wir das Thema Störerhaftung halt nicht nur für WLAN, sondern für alle Internetanschlüsse abschaffen würden, so wie es der Gesetzentwurf vorsieht? Herr Dr. Drücke. Danke, Herr Zombeck. Wir haben keine Zahlen zur Unterscheidung im Bereich WLAN oder andere Anschlüsse. Wir wissen aus internationalen Erhebungen, dass es in Deutschland rund 6 Millionen Menschen gibt, die rechtsverletzende Seiten aufrufen, um sich dort mit Content zu versorgen. Da geht es nicht nur um Musik, sondern quer durch die Bank. Das heißt, da hat man erstmal eine relevante Größe von Menschen, die sich nach wie vor illegal mit Musik und Buch und Film versorgen. Und das in einer Zeit, wo wir die legalen Angebote verbessert haben wie kaum eine andere Branche. Die Frage, wie würde sich das jetzt verhalten, wenn das über alle Provider geregelt würde, dann ist das genau das, was ich gerade vorhin aufgezeigt habe, nämlich an wen sollen wir uns wenden? Es wird teilweise gesagt, na ja gut, dann sollen Sie sich doch weiterhin an den unmittelbaren Rechtsverletzer halten. Ja, wie sollen wir das machen? Der ist uns ja nicht bekannt. Denn erst wenn er uns bekannt wäre, dann wäre er ja irgendwo gelockt worden, ist er nicht. Also sollen wir uns dann gegen wen wenden? Gegen einen WLAN-Betreiber, wo jetzt gerade schon wieder gesagt wird, was alles nicht geht. Den Access-Provider, das ist überhaupt nicht gut gefasst hier. Wir wissen nicht, was da möglich sein soll. Das ist meiner Meinung nach keine Umsetzung des Artikel 8.3. Das heißt, wir wissen nicht, gegen wen wir uns wenden sollen und laufen leer am Ende. Und das können wir dann dokumentieren. Das können wir dann in dem Moment, wo das Gesetz verabschiedet wurde, können wir das dokumentieren, können den Leerlauf der Rechtsdurchsetzung dokumentieren, können Briefe schreiben und sagen, wir haben Ihnen das ja gesagt. Aber unser Ansatz ist eigentlich, Verantwortung im digitalen Raum klarstellen. Dann weiß jeder, auf was er sich einlässt. Und da muss man sich hinterher auch nicht darüber streiten, ob Cafés pleite gehen, weil sie abgemahnt werden wegen offenem WLAN. Was man jetzt über ST Oberholz liest, ist, die gehen nicht pleite, weil die offenes WLAN anbieten und eine Abmahnung bekommen, sondern weil sie plötzlich Kunden haben, die nicht mehr für alles andere bezahlen wollen. Insofern, wir sind doch viel weiter in der Diskussion. Nächste Frage, Kollege Westphal. Ich habe eine Frage an Herrn Frey und dann an Herrn May. Eine Frage mit bitte Ihrer Einschätzung. Wie hoch ist eigentlich die Ermittlungsquote bei Straftaten, die über WLAN begangen werden? Können Sie dazu Aussagen machen? Zunächst Herr Frey. In dem Punkt kann ich keine Aussagen machen. Also da fehlen mir statistische Daten, weil mir fehlt aber auf der anderen Seite auch die Statistik dazu, welche Straftaten denn über offene WLAN begangen werden. Nach meinem Kenntnisstand gibt es da nicht so viel, was in diesem Bereich passiert. Deswegen kann ich auf der anderen Seite auch nicht sagen, wie die Aufklärungsquote ist. Aber vielleicht kann Herr May uns dazu mehr sagen. Genau, und der hat jetzt das Wort, Herr May. Also statistische Werte oder Zahlen liegen natürlich auch mir nicht vor, die werden so nicht erhoben. Möglicherweise gibt es auch eine hohe Anzahl von Dunkelziffern von Straftaten, die gar nicht ermittelbar sind. Man muss natürlich dazu sagen, dass man der Auffassung sein kann, dass die momentan völlig anonyme Nutzung von Prepaid-Produkten dazu geführt hat, dass Straftaten gar nicht über WLANs in diesen Mengen begangen worden sind. Heute kann man sich komplett anonym Prepaid-Produkte beschaffen und hat damit eine ständige Netzverfügbarkeit. Das heißt, man ist nicht angewiesen
auf irgendein WLAN, was möglicherweise nicht mehr gut funktioniert, und dann findet man das nächste WLAN nicht. Was ich sagen kann, ist, dass es in unserem Hause ein Verfahren gab, wo ein fremdes WLAN genutzt worden ist. Dort war natürlich der WLAN-Inhaber, Betreiber zunächst uns als Beschuldigter geführt, und es ließ sich dann relativ schnell über diesen nachvollziehen, an wen er seine Gerätekennung weitergegeben hatte. Das war ein unmittelbarer Nachbar, der dann kinderpornografische Schriften über das WLAN seines Nachbarn im Netz verbreitet hat. Aber wie gesagt, Zahlen oder statistische Werte liegen mir, Erkenntnisse liegen mir nicht vor. Nächste Frage, Kollegin Sitte für die Linksfraktion. Ja, dann habe ich zwei Fragen an Herrn Tripp. Wenn man jetzt so zuhört, hat man doch das Gefühl, dass eben genau diese Rechtssicherheit und weitere Möglichkeiten für offenes WLAN eher eingeengt werden sollen. Glauben Sie nicht auch, dass angesichts dieser Diskussion das WLAN sowohl für die Anbieter, aber erst recht eben auch für Nutzer unattraktiv werden könnte, mit Blick gerade auf die internationalen Studien, die da verwiesen wird? Jeder andere hat bisher hier gesagt, es gibt keine valide Zahlenbasis, auf der das erhoben wird. Und deshalb habe ich das Gefühl, wir würden dann rechtliche Regelungen treffen, die auf eventuell und vielleicht aufbauen würden. Und die zweite Frage, halten Sie weitere Konkretisierung quasi von der Begründung in den Gesetzestext hinein für sinnvoll, wenn es um den Anspruch auf Nutzungssperren nach § 7 Absatz 4 geht, zum Beispiel eben auch mit Blick auf die Anspruchsvoraussetzung für notwendig? Herr Tripp. Ja, in der Tat, ich glaube, wenn wir nicht ausreichende Rechtssicherheit für Nutzer und Anbieter schaffen, dann wird das nichts mit der Verbreitung von offenem WLAN. Und ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, dass das immerhin ein Ziel ist, was die Große Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart hat und woran wir eben jetzt seit 2013 arbeiten. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns im Ergebnis einfach mal darüber klar werden, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir wirklich offenes WLAN oder wollen wir herbeigeredete Bedenken dafür sorgen lassen, dass Deutschland eben weiterhin digitales Entwicklungsland bleibt und nicht so, wie wir das in anderen Ländern kennen, offene WLAN-Netze haben. Und nochmal, der Anscheinsbeweis sozusagen, finde ich, spricht ja dafür, dass es nicht wirklich ein Problem gibt mit Urheberrechtsverletzungen oder sonstigen Rechtsverletzungen, also jedenfalls nicht in einer vermehrten Form, über offene WLAN-Netze. Der Blick ins Ausland, meine ich, zeigt das relativ deutlich. Was die Anspruchsvoraussetzungen im 7 Absatz 4 angeht, könnte in der Tat, glaube ich, auch noch mehr gemacht werden für Rechtssicherheit. Es ist ja vorhin schon mehrfach zur Sprache gekommen, dass dieser Anspruch als Ultima Ratio ausgestaltet ist, was auch sehr richtig ist. Allerdings heißt es dort eben, dass für den Rechteinhaber keine andere Möglichkeit zur Rechtsverfolgung bestehen darf, damit er überhaupt an den WLAN-Betreiber herantreten kann. Und hier stellt sich eben die Frage, was ist ganz genau damit gemeint? Ist hier gemeint, dass es für ihn keine zumutbare Möglichkeit geben darf, oder soll das bedeuten, dass es objektiv tatsächlich keine Möglichkeit gibt? Also mit anderen Worten, der Maßstab, der hier für diese Ultima Ratio-Regelung angelegt wird, der könnte meines Erachtens noch weiter konkretisiert werden. Denn auch diese Anspruchsvoraussetzung, genau wie ich das vorhin auch schon mal sagte, jede Unsicherheit in diesem Anspruch trägt dazu bei, dass der WLAN-Betreiber, der ja mit dieser Prüflast belastet ist, eben nicht ganz genau weiß, was schuldet er eigentlich, was muss er eigentlich tun, um diesem Anspruch zu genügen. Und je genauer das gefasst wird, desto besser für die Rechtssicherheit und damit für die Verbreitung offener WLANs. Kollege Janicek für die Bündnis 90 Grünen. Ja, auch meine Frage richtet sich an Herrn Tripp. Wir haben ja 2014 bereits einen Gesetzentwurf eingebracht zur Änderung des Telemediengesetzes, entsprechend dann der Erweiterung des Host-Provider-Privilegs auf Private. Wenn das denn so beschieden worden wäre, hätte das denn die entsprechenden Vorteile dann auch, die Sie in anderen Ländern sozusagen realisiert sehen, gebracht? Das wäre die eine Frage. Und das zweite wäre dann, vielleicht noch mal, das haben Sie auch schon beschrieben in Ihren Beiträgen, aber vielleicht noch mal konkret, welche Haftungsrisiken denn jetzt bestehen noch in dieser neuen Regelung, behördlicher Zugriff auf Einstellungen des WLANs etc. Ja. Herr Tripp.
Ja, also der Gesetzentwurf, den unser Verein bereits schon mal vorgelegt hat, der ist tatsächlich noch ein wenig weitergehend als dieser Entwurf jetzt. Denn er hätte eben wirklich die Störerhaftung ersatzlos abgeschafft. Man kann sich fragen, inwieweit da dann noch irgendwelche Nachbesserungen auf also im Hinblick auf das Europarecht notwendig wären. Wir meinen eigentlich nicht, dass das erforderlich wäre. Es hätte, also insbesondere was nicht notwendig wäre, wäre irgendeine Art von materiellem Anspruch zu schaffen, den die Rechteinhaber dann gegen WLAN-Betreiber hätten, sondern die europäischen Rechtsgrundlagen sehen ja ausschließlich vor, dass es die Möglichkeit geben muss, behördliche oder gerichtliche Verfügungen zu beantragen. Die setzen nicht zwingend einen materiellrechtlichen Anspruch voraus, sondern man hätte zum Beispiel nach dem Vorbild des Gewaltschutzgesetzes hier eben die Möglichkeit schaffen können, einer gerichtlichen Klärung, hätte eben auch den Vorteil, dass die WLAN-Betreiber selber dann nicht mehr mit rechtlichen Prüfungen belastet wären. Und der zweite Teil der Frage zielte nochmal ab auf die Haftungsrisiken, die jetzt noch bestehen, also im Rahmen dieser Regelung, die jetzt getroffen wird, was Sie da noch an Haftungsrisiken sehen für die Betreiber. Bitte das Mikrofon einschalten. Bisher ist in § 7 Absatz 4 ja noch nicht klar gefasst, welche Maßnahmen im Einzelnen von einem Betreiber verlangt werden können. Die Problematik, die dann eben besteht, ist, er weiß nicht ganz genau, ob der an ihn herangetragene Anspruch berechtigt ist oder nicht. Und dann wird er eben vermutlich mit Blick auf die Vermeidung des gerichtlichen Kostenrisikos im vorauseilenden Gehorsam diesem Anspruch wahrscheinlich eher nachkommen. Aber also diese Gefahr sozusagen, die besteht eben nach wie vor. Und genau dieses Haftungsrisiko dürfte eher abschreckend wirken, wenn es um die Bereitstellung offener WLAN geht. Kollege Knürig für die Unionsfraktion stellt die nächste Frage. Wir beginnen jetzt die dritte und letzte Runde. Herr Professor Dr. Keber, ich hätte gerne noch eine Frage an Sie gestellt. Bei dem Gesetzesentwurf und mit der Zustimmung auch zu Internetsperren, da muss ich sagen, da war ich wirklich der Meinung, dass die Branche, dass die IT-TK-Unternehmen mit der Politik tatsächlich weiter sind. Aber wir müssen ja in den inhaltlichen präventiven Maßnahmen das nochmal entsprechend aufgreifen. Und das wird ja dann wohl auch so mit ins Gesetz mit aufgenommen. Wenn Sie das jetzt nochmal entsprechend reflektieren für den WLAN-Betreiber, was heißt das konkret? Das BMW geht davon aus, dass der Aufwand im Grunde genommen gering ist. Und wenn wir das dann noch mal reflektieren auf den Rechteinhaber, ja, was heißt das denn konkret dann für ihn, wenn Sie diese Fragen noch mal entsprechend abhandeln? Herr Professor Keber. Hier wurde eine Abwägung getroffen. Ich meine, im Rahmen des Beurteilungsspielraums, den der Gesetzgeber hat. Die Wertung geht hier dahingehend, dass man sagt, man möchte offene WLANs haben. Man hat die Störerhaftung ja, insoweit konkretisiert, dass man diesen Anspruch weggenommen hat und man hat ihn durch die Websperren ersetzt. Diese Websperren sind die generell geeignet, Rechtsverletzungen, darum geht es doch, des geistigen Eigentums zu verhindern. Da meine ich im Ende schon. Und unionsrechtlich übrigens ist auch nicht vorgegeben, dass es die Störerhaftung geben muss. Da sind wir in Deutschland ja relativ alleine. Und ich glaube vor allem auch, wir sind momentan in der Situation, wo dieser Gesetzesentwurf insgesamt vielleicht nicht an allen Stellen ideal ist. Man kann bei der Zumutbarkeit vielleicht Konkretisierungen vor dem Hintergrund des Bestimmtheitsgebots machen. Aber gesetzlicher Handlungsbedarf ist da, unionsrechtlich begründet und auch, weil der BGH sich in seiner Goldesel-Entscheidung mit seiner eigenen Dogmatik ein bisschen verrannt hat. Mit der Störerhaftung, die jetzt also subsidiär doch möglich sein soll, was eigentlich gar nicht geht, zumindest nach seiner eigenen Konzeption. Das heißt, wir können bei dem gegenwärtigen Konzept nicht bleiben. Wir brauchen eine neue Regelung. Diese neue Regelung, die hier vorgeschlagen wurde, ist insgesamt, meine ich, schon geeignet. Und auch der Ausgleich ist am Ende des Tages meines Erachtens nach fair. Die nächste Frage kommt vom Kollegen Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte eine Frage an Herrn Frey. Und zwar hat eben der Kollege Herr Zambeck vorgeschlagen, dass man die Störerhaftung nur für WLAN-Betreiber aufheben sollte. Die Frage ist, was hätte das dann für Auswirkungen auf Anbieter wie zum Beispiel Telekom oder andere? Könnten Sie dazu eine Einschätzung geben?
Herr Professor Frey. Hier wäre dann die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die Herr Kollege Keber gerade so kritisiert hat, wäre dann die Basis dessen, wie gegen die Telekom, Vodafone, wen wir sonst noch, Unity Media, 1&1, wen wir sonst noch in diesem Bereich haben, wie vorgegangen werden würde. Diese Entscheidung ist in der Tat kritikwürdig, weil sie ohne gesetzliche Grundlage allein auf diesem richterrechtlich entwickelten Institut der Störerhaftung einen Anspruch auf Sperrung von Webseiten entwickelt hat. Ich meine, das ist europarechtlich höchst kritisch, diesen Weg zu gehen. Aber der Bundesgerichtshof ist diesen Weg gegangen, hat dabei aber andererseits eine Form der Subsidiarität initiiert, die sich indirekt auch in dem Anspruch, der formuliert ist, gegen WLAN-Betreiber wiederfindet. Auf der anderen Seite würde es, jetzt, um noch mal konkret Ihre Frage aufzugreifen, würde es also bedeuten, dass diese in ihren Auswirkungen, in ihrer kritikwürdigen Formulierung und nicht klaren Reichweite dieser Rechtsprechung zur Störerhaftung würde weiterhin gelten gegen klassische Access-Provider. Und die würden sozusagen zum Zielobjekt, verzeihen Sie mir, wenn ich das so deutlich sage, der Rechteinhaber gemacht werden, um auf dieser Basis das Instrument der Netzsperren, das ein höchst kritisches Instrument ist, das ich hier nochmal, das möchte ich nochmal betonen, es ist verfassungsrechtlich, europarechtlich, in diesem grundrechtssensiblen Bereich sollten wir nicht darauf abheben, würde diese auf dieser Basis ohne gesetzliche Grundlage weiter Maßnahmen ergriffen werden. Auf der Privilegierungsebene hätten wir dann eine unterschiedliche Behandlung von WLAN-Betreibern und Access-Providern. Das sehe ich allerdings dann wieder auf europarechtlicher Ebene kritisch. Die nächste Frage, Kollege Jatzombek für die Unionsfraktion. Ja, das ist ja echt immer ein gutes Zusammenspiel, weil man genau das erneut verlängern kann. Die Frage hatte ich ja vorhin schon mal gestellt, da hatte ich den Professor Keber vergessen. Ich wollte Sie auch noch mal fragen, wie Sie das europarechtlich bewerten würde, der Gesetzgeber sich doch noch entscheiden, eine Trennung vorzunehmen bei diesem Gesetz, dass es sich nur auf WLANs bezieht und nicht auf alle Internetanschlüsse. Hielten Sie das für zulässig oder nicht? Herr Professor Keber. Unionsrechtlich ist es so, dass der Grundrechtsausgleich, den wir hier immer wieder, wir haben es jetzt schon sehr oft gehört, den wir zu leisten haben, da hat, das sagt der EuGH, das sagt übrigens auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der sich in letzter Zeit, gerade in 2017 Anfang, auch des Öfteren mit Intermediären und ihrer Haftung auseinandergesetzt hat und auch mit dem geistigen Eigentum und was die Intermediäre tun müssen. Beide Gerichte, übereinstimmend, sind der Auffassung, dass die Feinsteuerung, der Ausgleich der Interessen, einzig auf nationaler Ebene durchzuführen ist. Das bedeutet, er gibt Vorgaben, er sagt, welche Grundrechte betroffen sind, das Konkrete, wie des Ausgleichs, das muss man auf nationaler Ebene leisten. Und da meine ich, ist das Konzept, das wir hier vorliegen haben, zumindest eines, das einer Überprüfung durch den EuGH, durch den EGMR und meines Erachtens auch durch unser Verfassungsgericht standhalten würde. Und diese Differenzierung, das kann man machen. Kollege Westphal. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Eine letzte Frage an Herrn Tripp. Andere europäische Länder haben ja viel länger, intensiver und flächenmäßig breiter schon Erfahrungen, was offene WLAN angeht. Und können Sie vielleicht Beispiele nennen, die uns auch helfen können, Orientierung geben können, wie man das klug umsetzt? Herr Tripp. Also konkrete rechtliche Regelungen abzubilden, fällt mir gerade etwas schwer. Aber was in anderen europäischen Ländern gegeben ist, ist eben der Umstand, dass man grundsätzlich dafür nicht haftet, wenn andere Leute Straftaten über den eigenen WLAN-Zugang begehen. Aber das wäre es eigentlich auch schon.
Frau Kollegin Sitte. Ja, danke. Meine eine Frage hat fast Herr Westphal schon vorweggenommen, wie das in anderen europäischen Ländern praktiziert wird. Also ich meine, Verkehr ist gefährlich, die Menschen, oder es gibt überall Verkehrsrowdies und trotzdem bleiben wir alle nicht zu Hause, fahren mit Fahrrad, Auto, öffentlichen Personennahverkehr oder was auch immer. Haben wir in anderen europäischen Ländern ähnliche Debatten, wie wir sie jetzt zur Schaffung eines offenen WLANs zu beobachten gehabt? Und was könnten wir unter Umständen daraus lernen, neben den fiktiven Umfragen bzw. Studien, die da immer wieder ins Feld gezogen werden? Und die zweite Frage, die ich an Herrn Tripp habe, in Paragraph 8, Absatz 4 Nummer 2 wird den Behörden lediglich verboten, dauerhafte Abschaltung eines WLAN-Zugangs anzuordnen. Heißt das nach Ihrer Lesart, kurzfristig wäre das möglich? Und was bedeutet denn das eigentlich, wenn man das hier vor dem Hintergrund unseres gesetzlichen Ziels nimmt? Habe ich das richtig verstanden, dass beide Fragen an Herrn Tripp gerichtet sind? Okay, ich habe es geahnt. Bitte. Die Diskussionen in anderen europäischen Ländern sehen nicht so aus wie in Deutschland, beziehungsweise es gibt sie gar nicht, da die Störerhaftung eben ein deutsches Unikum ist und wir in dieser Form eben deswegen hier darüber diskutieren. Wir haben ja auch schon gehört, diese Frage des Interessensausgleichs ist insoweit nicht europarechtlich determiniert, als dass eben nicht vorgegeben wird, wie sie inhaltlich auszusehen hat, nur dass sie stattzufinden hat. Und im deutschen Recht haben wir das eben so gelöst über die Störerhaftung. Darum sitzen wir jetzt hier und überlegen uns, wie wir sie da loswerden. Zu der anderen Frage 8 Absatz 4 und die Frage der behördlichen Verfügung, ein WLAN dauerhaft abzuschalten. Ich glaube nicht, dass sich aus dem 8 Absatz 4 Nummer 2 im Umkehrschluss eine Ermächtigungsgrundlage ergibt für Behörden, um ein WLAN temporär abzuschalten. Denn dafür wäre es auch überhaupt nicht bestimmt genug. Ja? Also insofern, das würde wohl nicht den Voraussetzungen einer Ermächtigungsgrundlage genügen. Ich glaube, was man aber sagen kann, ist, es ist ein falsches Signal. Denn bislang gibt es meines Wissens nur in dem sachsen-anhaltinischen Sicherheits- und Ordnungsgesetz die Möglichkeit, temporär TK-Zugänge abzuschalten, beziehungsweise das polizeilich zu verfügen. In anderen Bundesländern gibt es das nicht. Und wenn man jetzt eben hier reinschreibt, dass nur die dauerhafte Einstellung eines WLAN-Zugangs nicht behördlich verfügt werden kann, gibt das meines Erachtens ein bisschen das falsche Signal. Beispielsweise, man kann sich Szenarien vorstellen, wie bei Demonstrationen oder so, dass die Behörden dann eben hingehen und sagen, so, jetzt schalten Sie mal hier das WLAN ab, damit die Leute sich nicht so gut untereinander vernetzen können oder so. Und das, meine ich, gehört eigentlich hier A, nicht rein und ist, wie gesagt, B, auch das falsche Signal. Das ist eine Frage. Also ich finde, man sollte das eigentlich offen lassen und wenn dann sagen, es können generell keine Einstellungen verfügt werden, aber jedenfalls nicht diese Möglichkeit offen lassen für temporäre Abschaltung des WLANs. Die letzte Frage für heute, Kollege Janicek. Ja, vielen Dank. Mir scheint ja die Debatte um die WLAN-Störerhaftung doch auch eine sehr, sehr deutsche zu sein. Also wir hatten vor zwei Wochen Herrn Ludewig im Digitalausschuss und der hat das im Rahmen von der E-Government-Debatte, die ja auch schwerlich vorangekommen ist in Deutschland, so dargestellt. Wir haben 169 Juristen im Deutschen Bundestag. Und da ist halt die Regelungswut dann und entsprechende Diskussions. 136 sind es, ich werde gerade korrigiert. Naja, das macht es etwas besser, aber es soll jetzt auch keine Juristenschelte sein. Die Frage ist am Ende an Herrn Dr. Manns gerichtet, internationale Vergleiche. Also wir haben ja auch andere Länder, die mit anderen Beispielen vorgehen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen Einblick geben, was aus Ihrer Sicht positivere Regelungen auch sind oder zumindest Regelungen, die funktionieren. Ja. Ja, jetzt will er doch die Antwort wieder von Juristen haben. Herr Dr. Manns. Ja, danke. Tatsächlich gibt es das Problem, wie wir es hier kennen, im Ausland nicht. Also als ich das erste Mal über WLAN geschrieben habe, habe ich das über das WLAN eines Nachbarn gemacht, und zwar in der Schweiz. Es war offen, es war unverschlüsselt, es war überhaupt kein Problem. Und auch in der Schweiz gibt es diese Diskussion eigentlich nicht. Der Grund dafür ist meines Erachtens, dass es diese Gefahr, die hier dargestellt werden soll, dass massenhaft Rechtsverletzungen und massenhaft anonyme Taten über WLANs begangen werden, dass die tatsächlich so nicht existiert. Wir haben es heute auch wieder gehört,
Zahlen dazu gibt es tatsächlich nicht. Niemand erhebt diese Zahlen. Wir haben gehört von einem Beispiel und dieses Beispiel konnte sogar aufgeklärt werden. Von daher ist meine Antwort eigentlich relativ kurz. In den anderen europäischen Ländern und auch in den außereuropäischen Ländern diskutiert man über WLAN-Störerhaftung oder überhaupt über WLAN-Haftung und über die Haftung des Anbieters, wenn jetzt jemand darüber was begeht, diskutiert man schlicht und einfach nicht, weil das Problem dort nicht so wie hier, weil das Problem einfach dort nicht existiert und dementsprechend kein Bedarf für spezielle Regelungen besteht. Ja, ich stelle fest, dass wir am Ende dieser Anhörung sind, nach drei Runden. Ich darf mich noch mal recht herzlich bedanken bei den Experten dafür, dass sie uns zur Verfügung standen, ob Juristen oder nicht, und bei den Fragestellern und Zuhörern. Ich darf mich von Ihnen allen verabschieden und einen guten Nachhauseweg bzw. einen schönen verbleibenden Montag wünschen. Auf Wiedersehen.